bin hier in der Gemeinde Lutheren, ganz im Westen des Kantons Luzern. Ich bin Anita Bernert, bin seit September Gemeinderätin für Bildung und Kultur. Und das ist meine Vorgängerin, Rivka Zettel, die das ganze Projekt initiiert hat. Ab 2025 wird die ÖV-Unterstützung weiter ausgebaut. Junge Erwachsene bis 25 und Familien werden mit 20% an den ÖV-Kosten unterstützt. Voraussetzung ist, dass die Fahrten ab Lutheren stattfinden. Weiter finanziert die Gemeinde einen Postauto-Vormittagskurs selber. Mit diesen Massnahmen erhoffen wir eine bessere Auslastung des ÖV, sei es von Einheimischen oder Tagestouristen, die ins schöne Luthertal kommen. Ein Carsharing ist heutzutage nichts Neues. Aber die Einführung eines Carsharing in einer kleinen Gemeinde auf dem Land kann zu Recht als innovativ bezeichnet werden. Mit dem iDrive Carsharing AG von der Landi haben wir einen passenden Partner gefunden. Ob das Projekt Carsharing nach 3 Jahren noch weiter besteht, ist abhängig von der Benutzung. Es braucht, wie gesagt, ein Umdenken und Veränderungen der Lebensgewohnheiten von uns allen.